Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Heute ist Dienstag und dienstags, da gibt es Post von der netten Madame. Und da schauen wir zuerst nach. Perlen des Meeres. Da bin ich mal gespannt. Also. Ja, ich bin noch nicht ganz wach. So, was sucht sie? Das Perlenarmband. Noch eins. Und ein Perlenring. Und wie es aussieht, haben wir das alles. Tipptopp. Dann müssen wir nur noch wissen, wo sie ist. So. Was habe ich dann noch? Wo ist denn jetzt das andere Ding, ne? Ich habe da irgendwie Post bekommen. Ach, keine Ahnung, was das war. So, und dann schauen wir erstmal, was liegt heute an? Eselhasen heute nicht Spielercharakter. Oh, niedergetrampelt. Gürtelschnalle gewechselt. Gut, das könnten wir ja gleich nochmal. Pferdetonika benutzt. Ja, Sprünge mit dem Pferd über Hindernisse. So, mein ungeliebter Kopfgeldjäger. Zielperson mit verstärktem Lasso gefesselt. Ein Truppmitglied und eine schwierige. Das wird auch nix. Große Tierkadaver gespendet. Perfekte Tierkadaver. Und an örtlichen Käufer verkauft. Das sieht doch schon besser aus. Schnapsflaschen finden, Münzen finden, Tarotkarten finden. So eine Schwarzbrenner-Mission. Eine Spezialsorte hergestellt. Und Story-Mission. Betäubte Tiere geweckt und legendäre Tiere fotografiert. Ja, dann werden wir als erstes mal den Hund streicheln, oder? Der ist aber auch noch nicht ganz wach, oder? Dass der Kompagnon immer gegen den Hund hat, oder? So, und jetzt die Gürtelschnalle wechseln. Weil besser kann man ja ans Gold nicht kommen. Was ist denn der Spaß überhaupt? Mäntel, Ponchos, Westen, Oberteile. Ringe, Gürtel, Gürtel, Schnallen. So. Ja, im Prinzip ist es ja egal. Weil die sieht doch ganz gut aus. Au, erledigt. Oh, er hat noch genug zu tun. Da ist erstmal nichts mit Spenden. Da war ein Eselhase. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Da hinten. Dann fangen wir da schon mal mit an. Und dann denke ich, machen wir mal eben eine Karte für Tarotkarten auf. Damit wir wissen, wo die Madame ist. Antike Schnapsflaschen bekommen wir vielleicht, wenn wir so ein paar Straßensperren auseinandernehmen. So, was wollte ich? Das wollte ich. Landkarten, was habe ich gesagt? Für... Habe ich keine mehr für Tarotkarten? Nö. Ja dann. War, glaube ich, das nächste waren Münzen, oder? Schnapsflaschen, Münzen. Ja dann. Nehmen wir halt Münzen. Spielt ja keine Rolle. Ist aber ärgerlich hier. Gut, dass mit Strawberry geht, aber... Ja, nun gut. Dann ist das so. Was ist da? Was? Eine Gefahrensucherin? Muss doch da irgendwo sein. Da. Da. Listen, you keep to yourself? Maybe we can work together again.
But you have to be fast. Okay. Yeah. You see that animal? Can you take a photograph of me by it? I'll pay you. Wo ist it's es? For the newspaper. Ja, klar. Yes. Okay. I need to get myself set, eh? Wait until I'm ready. I'm ready. Do I need to be closer? I can do it. I'm not scared. Ja, ja, Kamera ist voll wie immer. I'll take the picture. Boah, hier auch noch eine gute Tat vollbracht, was? Very good. Take this, okay? $10. So, dann reiten wir hier oben rum. Und checken dann mal, ob hier an der Station zufällig schon eine Schnapsflasche ist. Über Hindernisse springen sollen wir sowieso. Schon mal nichts zum Ausbuddeln. Aha. Auf jeden Fall ist hier was drin. Oh, eine Taukarte. Ja, auch gut. Gut, da muss man sagen, die findet man ja meist auch so, oder? Trotzdem gucke ich hier rein. Aber manchmal ist hier was drin. Und es vibriert nicht. An unserer Schnapsbrennerei vorbei. Auch mal mir checken. Aha. Was zum Ausbuddeln. Gut, man muss auch hin. Nichtsdestotrotz. Hey, hier ist nichts. Oh. Was haben wir da? Eine kleine Planänderung, würde ich sagen. Hier ist eine Schwarzbrennernummer. Ja, komm, die hebeln wir mal eben aus. Dann. Großwildfleisch. Da. Ist die Waffe im gescheiten Zustand? Ja, das geht. Na. Aber ich finde die Landschaft hier ein, also wirklich am schönsten. Na, jetzt, wenn so die Sonne durchkommt. Schön hier durch den Wald. So, da geht das Theater nämlich hier gleich los. So, steigen wir vom Pferd ab. Gibt es hier irgendwo eine taktisch coole Stelle? Mit der Nase. So. So. Ja, nicht für so Rambo. Sondern vielleicht so ein bisschen. Aus der Deckung. Oh, der hat's überlebt. Das gibt's doch nicht. Der nächste Kandidat hier. Wo ist er? Ja. Ja.
ist er? Da. So, dann kann ich jetzt erst in Ruhe filzen hier, die Jungs. So, die Brombeeren, die können ich auch noch sammeln. Ja, bleib mal entspannt. Aha, da haben wir nämlich die erste Schnapsflasche. Das war nicht. Wir sollen ja die Mission hier erledigen. Ist ja denn? Ach, da drin. Raus. So. Ah, da liegt er. Springt er das Ding selbst in die Luft hier? Nee, nicht essen. Selbst erledigt. Jo, er hat's geschafft. So, und springen wir den Laden mal. Und dann haben wir auch die erste Mission erledigt. Heute sonst nichts. Aha. Ich dachte, hier hätte irgendwie was anderes noch geleuchtet. Die heute keine Sammlerstücke. Doch hier. Aha. Aber wo ist das hier? Ja, das ist ja top. Hier so schön versteckt. Oh, da hinten auch noch eine gesuchte Person. Das sparen wir uns aber heute. Oh, jetzt hänge ich hier schön fest. Dass hier sonst gar nichts ist. Keine Tarotkarten. Keine Vogeleier. Und hier unten ist auch nichts. Merkwürdig. So, dann gucken wir mal eben. Oh, da habe ich einen vergessen. Ja. Jetzt, wo wir hier sind, ne, ist es vielleicht besser. Wir reiten direkt hier rüber. Und nicht erst wieder zurück. Richtung Schwarzbrennerei. Aber jetzt check ich es hier. Wen habe ich denn da vergessen? Den habe ich nicht vergessen. Der liegt da nur noch rum, oder? Nein, den habe ich gefilzt. So, und dass wir heute in der ersten Folge wenigstens so weit kommen, dass wir wissen, wo die Madame ist. Gehört. Aber was ist denn hier passiert? Ach, das Wildschwein.
dieses legendäre Wildschwein. Da ist es. Jetzt bin ich wieder zu langsam hier mit der Kamera. Ja, das ist egal. Muss ich das nicht fotografieren? Das falsch verstanden? Hin. Da kommt's. Ja, wir haben's. So. Schon mal erledigt hier. Ey, ihr seht das, der kleine Trick, ihr müsst euch nur auf irgendeinen Stein oder Felsen stellen. Da kommt es im Normfall nicht rauf. Das Pferd noch wieder kommt. Das mal mit. So, und hier, da liegt er. Den filzen wir auch noch. Und weiter geht's. Wechseln. Ich wollte eigentlich nicht darum reiten, aber nun gut. Glauben wir mal dem Navigationssystem. War das ein Hase? Sollen wir doch häuten. Da dürfte es ja keine Rolle spielen, ob ich den platt geritten habe. Ist er. Oder ob wir ihn so erjagt haben. Oh, ach ja, hier ist ja Harriet. Okay, das war taktisch unklug. Direkt vor ihrer Nase zu machen. Truthähne kann man nicht betäuben. So, und jetzt stellt sich nachher die Frage, wo ist das genau? Jetzt müssen wir aber nochmal eben genau gucken hier. Das ist doch da oben drauf. Oder nicht? Wie kommt man denn da hoch? Hier haben wir erstmal ein Pflänzchen. Ach hier. Das Zeug fürs, na, kann man auch ins Lagerfeuer werfen. Jetzt müssen wir aber hier mal. Das ist doch hier wieder ver. Ich darf es nicht sagen. Da fühlt man sich doch wieder. Ja, falsch.
So. Oder ist das in dem Tunnel? Ist das in dem Tunnel? Kann das doch nicht sein. Wir reiten mal in den Tunnel. Ist ja lebensgefährlich. So. Tatsache, es ist im Tunnel und nicht oben drauf. Gefährlich, Werks. So, jetzt aber raus hier. Und ab zur Schwarzbrennerei. Noch die eine Münze. Hab ich was verpasst? Ja, klar. Den Strawberry. Oh, nee. Ja, gut. Dann machen wir noch eben die Straßensperre weg. Wo hab ich überhaupt? Ja, schwarz gebrannt, aber bestimmt fertig. Ne? So. Dann nochmal. Dann hauen wir jetzt die Straßensperre auch noch weg. Das war taktisch unklug. Das ist ja echt das, wo ich am wenigsten Bock drauf habe, ne? Oh. Mal eben hier. So, und Pferdestimulanz sollten wir auch was benutzen. Jetzt lohnt das ja auch. So. Und vielleicht sind wir da ein paar Pullen.
Dann haben wir schon mal zwei Missionen erledigt. Schwarzgebrannte ist definitiv fertig. Oh, irgendeinen vergessen hier? Nö, leuchtet keiner mehr. Aber diesmal hatten die keine Pullen dabei. Frechheit. So. Ja, jetzt noch so ein Tierchen eben hier betäuben, ne? Gut, den hätte man auch häuten können, aber da laufen uns bestimmt noch genug von über den Weg. Schnell eine Probe ziehen. Schnell wecken. Damit wir den Gabelbock auch noch erwischen. Da hört man schon, der wird gleich nämlich wieder wach. Muss ich ein bisschen ranhalten. Hier noch ein bisschen. Hat man das auch? So, da hinten ist schon die nächste Tarotkarte. Besser geht's ja nicht. Und irgendwo hin. Oh. Perfekte Tiere sollen wir spinnen. Und hey, nicht noch irgendwie. Ach, da wird uns schon noch was über den Weg laufen. Na, der ist es nicht. Ein Dachs, aber nicht perfekt. Was soll's? Da höre ich doch. Ah, das ist aber nicht perfekt. Jetzt weiß man es nicht mehr. Oh. Das hat zwar nur zwei Sterne, aber... Das kann ja beim Spenden perfekt werden. So, was sagt die Zeit? 30 Minuten. So sieht's aus. So, dann geben wir das mal ab. Jetzt checken wir das nochmal ein. Was war die Ansage? Große Tierkadaver 6 und perfekte auch 6. So, wie viele Aufgaben müssen wir überhaupt noch erledigen hier?
jede Menge. Naturkundler wird ja nichts. Schwarzgebrannter, ja, das kann was werden. Sammler, das machen wir auf jeden Fall gleich fertig, ne? Und Händler, ja gut, das ist ja machbar. Also, wir, was mache ich denn hier für einen Quatsch? So, Realspiel. Das ist ein schlechtes. Das ist nur gut, gut, schlecht. Ich bin mir sicher, ich habe kleine Tierchen in perfekt. Das ist gut. Perfekt. Eins. Dann haben wir hier schon mal drei. Und sonst nehmen wir die noch ab. This is good quality. Und da haben wir schon mal 5 perfekte abgegeben. Und dann reiten wir jetzt noch eben rüber nach Strawberry. Und holen uns die letzte Münze. Damit ihr sehen könnt, wo die Madame ist. Vielleicht finden wir auf dem Weg noch eine Schnapsflasche in Strawberry. Oder hier noch eben eine Tarotkarte. Auf jeden Fall haben wir da oben was zum Ausbuddeln. So. Hier ist nichts, aber ein Strawberry, da kann man Glück haben. Wir reiten an unserem Stall vorbei. Da ist ein Hase. Sein. Boah, was ein Durcheinander. Jetzt habe ich hier den Hasen verloren. Das war mir zu viel. Das gibt's doch nicht. Ist doch wurscht. Ach, ist der hier oben? Hier lang. Meine Güte. Ach, bis da hinten hin. Nee, komm, lass. Guck mal wieder von Hölzchen auf Stöckchen. Wir werden wohl noch einen Hasen finden. Schade, hier ist keine Tarotkarte. Da ist der nächste, der mir entwischt. Passt mal auf. Ach Gott. Das gibt's doch nicht. Ah, jetzt aber. So. Jetzt holen wir uns erst die Münze. Ich
Hatte gehofft, dass hier noch eine Tarotkarte liegt, aber nun gut. Ich meine, die ist hier oben meist. Am stillen Örtchen, jawohl. Und jetzt wissen wir auch, wo die Madame ist. Zeige ich euch sofort. Wo ist sie? Aha. Heute ganz hier oben. Kann man hin, muss man aber nicht, ne? Ich hatte echt gehofft. Auf jeden Fall ist hier irgendwas. Nee, manchmal liegt hier unten eine Tarotkarte. Ach Mann, das wär's doch jetzt. Tja. Leider, leider. Keine Karte. Auch nix. Dann liegt da oben manchmal eine. Auch nicht. Ja, dann machen wir da halt in der nächsten Folge weiter. Ab nach Hause. So, hat er hier aufgegeben oder? Ich spende dann eben noch das. Und dann machen wir Schluss. Ihr wisst jetzt, was die Sammlerstücke der Woche sind. Ihr wisst jetzt, wo die Madame ist. Und wie gesagt, den Rest machen wir im zweiten Teil. Was haben wir noch übrig? Jawohl. 5 Sachen noch. Naturkundler, wie gesagt, wird nichts. Ja, eine Mission werden wir ja wohl noch schaffen. Und da die Schnapsflaschen holen wir uns als nächstes. Händler. Auch easy zu machen. Kopfgeldjäger sparen wir uns. Und bei den allgemeinen halt niedergetrampelt. Okay, gut. Ah, Pferdetonika benutzt. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. So, das war der erste Teil am Dienstag. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.